So, ich habe wieder mal verballert, die letzte Folge zu beenden. Sorry dafür. Allein aufs Stöppchen zu gehen, das ist halt alles eine Sache. Ich weiß halt nicht, wie ich das so richtig machen kann. Sprechen dann auf jeden Fall. Darum kann er sich dann mal kümmern. Das mit dem Essen hat ja auch wieder super geklappt. Okay, das hat offenbar funktioniert. Der ist jetzt nämlich auf Platin gelevelt. Das Sprechen kann er offenbar jetzt. Da kann er erstmal wieder weiter essen. Sie hat sich in der Zwischenzeit schon wieder hingelegt. Das kann er dann im Übrigen auch wieder machen. Nachdem er die weggeworfen hat, das Kind auch wieder ins Bett gelegt hat und dann schlafen geht. Denn, ja gut, Müdigkeit ist bei dem jetzt nicht so der Fall, aber ich sollte ihn nachts nicht unbeaufsichtigt in der Wohnung rumkrabbeln lassen. So, dann schlaft ihr erstmal. Was hat denn der jetzt sonst noch so für Bedürfnisse? Harndrang, ja, das ist gut. Aber da hat er schließlich noch die Windel. Weil ich weiß halt nicht so richtig. Ja, leer steht hier immer leer. Ist ja schön, wenn es leer ist, aber. Ach so, du musst selber auch mal aufs Klo gehen. Ja, dann mach das erstmal. Was, wie war das jetzt mit der Alltagskleidung? Ach hier. Cool. Ja, er bringt das Müll raus. Völlig die beste Uhrzeit dazu. So, und dann. Warte mal. Nee, ja, doch. Das mal. Nehmen wir mal noch einen Teller dann. Abspülen. 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 So, sie kümmert sich da ums Kind und dann können sie erstmal baden gehen. Ach, wollte sie gerade machen. Ach ne, Kleinkind baden. Ach so. Oh, ja. Sollte man vielleicht auch mal tun. Das ist nicht die schlechteste Idee. Eieiei, es läuft schon wieder ein bisschen aus den Fugen. So, spaßmäßig hat er jetzt nicht gerade. Er muss übrigens arbeiten dann. Das ist auch wieder so ein Ding. Vielleicht vorher doch nochmal ein bisschen schlafen. Weil, muss nämlich gleich los. Und er sollte nicht gerade ganz übermüde zum Job gehen. So. Das Kind hat ja. Ja, mal safe. Alles klar. Sehr gut. Ich würde mal. Oh Mann. Toll, ey. Hat das ganze Bad überflutet, weil er am Klo spielt. So, die solltest du dann mal wieder säubern. Das solltest du mal wieder säubern. Hunger hat sie auch schon wieder. So, da gehen wir jetzt mal wirklich den Bedürfnissen nach. Ja, vielleicht bringt das ja doch was. So, die zockt eine Runde. Der kleine Mann hier. Dem weiß ich auch nicht so richtig. Harndrang, Hunger, ja. Den kann er mal rauslassen. So, und dann würde ich mal sagen. Ja, lass den mal raus hier, komm. Und dann spiel mal ein bisschen mit deinem Kind hier oder irgendwas. So. Genau, kümmere dich mal um den kleinen Wanst. Die Windel solltest du vielleicht aufräumen. Hat er jetzt so irgendwelche Bedürfnisse? Ja. Das weiß ich halt nicht. Das geht halt nicht hier mit dem aufs Töpfchen gehen und so wahrscheinlich. Ist das jetzt auch nicht notwendig? So, okay, dann geh du jetzt mal pennen.
Dann solltest du schon wieder baden, dann solltest du das schon wieder benutzen, dann solltest du eigentlich schon wieder was essen. Es läuft doch hervorragend. Das läuft alles so hervorragend, Leute. Nämlich gar nicht. Ja, sauber. Dann geh du halt pennen. Scheiß Telefon, echt mal. Der geht auch direkt gleich schlafen. Oh Mann, es läuft, das Kind schreit und alles. Nein. Was hat's denn schon wieder? Okay. Hunger hat's auch. Dann wäre es vielleicht... Plane eine Geburtstagsparty und kaufe Herbert einen Kuchen. Ja, sicher. Oh Mann, das ist echt bitter. Oh je, yeah, es läuft. Okay. Ja gut, Geburtstagsparty jetzt so an und für sich organisieren, weiß ich jetzt gar nicht, wie das Party veranstalten. Geburtstagsparty. Ob wir das machen sollten. Vielleicht nicht gerade jetzt. Oh Gott. So. Erstmal schlafen. Hä? Echt so schlimm? Gott, ja dann aber schleunigst hier. Wie geht denn das? Wieso geht denn das nicht? Hallo? Hallo? Wieso ist denn das angeblich nur noch Haut und Knochen? Willst du mich jetzt gerade trollen oder wie? Und du schlaf doch mal. Im Stehen schläft er ja. Ich glaube ja wohl, sonst geht noch alles, oder? Hm. Was macht denn die hier für ein Scheiß? Flasche holen für Harvard. Jetzt aber. Sonst kommt echt das Jugendamt hier und klaut mir das Kind weg. Das geht ja nun nicht. Das Risiko dürfen wir auf gar keinen Fall eingehen. Ich habe mir jetzt das zum Ziel gesetzt, das hier wirklich groß zu ziehen, auch wenn es ein bisschen kontraproduktiv erstmal war, das alles so machen zu müssen. So, und dann kannst du mir ins Bett legen und dann kannst du nämlich auch wieder schlafen. Obwohl der jetzt gerade nicht wirklich viel vom Schlafen hält, so. Aber ihr müsst mal langsam wieder ein bisschen System reinkriegen in eure Familie hier. Geht ja gar nicht. Puh. Gar nicht so einfach. So, würde ich mal sagen, die kann dann mal hier Frühstück servieren. Waffeln. Was denn so sehr abgespült hat vielleicht. Sieht halt immer alles gleich wieder so schäbig hier aus. Dann kriegt der erstmal die Flasche und dann kann sie hier Frühstück servieren. Geht mal gar nicht. So, nice try. Das Kind an sich, das sollte man mal schon wieder baden. Erst nachdem sie Silber vielleicht gegessen hat. Das überlagerte Zeug frisst die jetzt. Das ist nicht dein Ernst hier. So, Horst muss auch schon wieder arbeiten. Das ist kein Problem. Der hat erstmal alles, was er braucht. Sie jetzt nicht so. Er... Ja, kann sie dann erstmal wieder ins Bett legen, würde ich sagen. Kann sich dann mal wirklich aufs Frühstücken konzentrieren.
So. Das Kind, das stinkt schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Oder? Ja, es ist schon wieder soweit. Ja gut. Puh. Alter, hier sieht das halt aus, ey. Wegwerfen. Das kannst du noch essen. Das kannst du abspülen. Das kannst du abspülen. Er geht erstmal zur Arbeit, hoffe ich. Vielleicht kein Fehler. Ja. Und sie sollte jetzt erstmal ordentlich pulvern hier. Dann auf jeden Fall mal aufs Klo gehen. Dann auf jeden Fall mal baden. Dann auf jeden Fall das Kind auch mal. Also erstmal säubern, dann das Kind baden, so rum. So, dass wir hier mal wieder ein bisschen in die Puschen kommen mit der. Naja, und die Geburtstagsparty sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt sausen lassen. Da übrigens sollte ich noch einen Kuchen kaufen, hieß es. Wie genau ging das? Ach ja, hier genau. Kuchen. Ja, sonst weiß ich jetzt auch nicht so wirklich. Schmeißt das Kind halt einfach weg. Oder irgendwelche Bedürfnisse, Harndrang, ja. Und spielt wieder in der Toilette. Klar, setzt das Ding ruhig unter Wasser. Oh Mann. Ja klar, kommt alle. Achso, es geht nicht. Okay, na dann. Hol die Getränke und sorg für ein bisschen Musik. Ja, weltbestens. Getränke, ja gut, weiß ich nicht. Hier, Sekt kann ich kaufen. Ist zwar ein bisschen sündhaft teuer, aber ist ja egal. Sollen die halt mal kommen. Okay, die Party läuft. Absolute Katastrophe. Aber es sind ja auch noch keine Gäste da, ne? Die geht erstmal pennen. Es ist echt mal übel. Oh Gott. Ja, läuft. Es läuft. So. Naja, es wird nicht mehr besser. Ich weiß nicht, kommen hier eigentlich auch mal irgendwie dann Gäste oder so? Oder habe ich jetzt den Scheiß echt alleine gekauft hier? So. Sie gibt ihm jetzt erstmal ein Stück Kuchen her. Genau, Kerzen auspusten, alles easy going. Du brauchst anstoßen, der Horst ist ja leider nicht da. Mucke läuft voll. Oh, jetzt ist es soweit. Jo. Läuft. Cool, okay, geil. Jetzt kann ich den wahrscheinlich auch steuern. Das ist sehr gut. Der nimmt sich erstmal ein Stück Kuchen und dann wäre es mal vielleicht nicht die schlechteste Idee zu schlafen. Allerdings jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Gitterbettchen und jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr auf dem Töpfchen und jetzt brauchen wir wahrscheinlich auch keinen Wickeltisch mehr. Das können wir jetzt alles wieder zu Geld machen und ihm jetzt wahrscheinlich auch ein normales Bett kaufen. Ich bin ja immer noch echt in einem Einraumwohnungsmodus festgepackt, ne? Ich meine,
hier. Kann halt selber pennen gehen, so. Weil das wäre vielleicht auch kein Fehler. Aber das ist jetzt Kind, als Kleinkind hat Herbert die Laufbahnstufe Prachtexemplar erreicht. Das ist gar nicht so schlecht, mit ein wenig harter Arbeit kann das Leben noch besser werden. Ja, und die Party, die ist eh für den Arsch. So, du solltest mal säubern. Weiß gar nicht, kann man den Sekt wieder verscherbeln hier? Klar, brauche ich nicht mehr. Kannst du meinen Teller nehmen hier. Und dann würde ich mal sagen, abspülen. Uiuiui, das läuft. So, und dann kannst du nämlich schlafen gehen. Es ist zwar erst irgendwann Nachmittag. Was ist denn mit dem jetzt eigentlich? Was ist denn dem sein Problem? Nein. Ich würde mal sagen, hier gehst du schlafen. Okay. Das ist okay. Soweit, so gut. So. Die Geburtstagsparty war irgendwie langweilig. Kümmere dich nächstes Mal besser um deine Gäste. Ja, es waren ja nicht mal Gäste da. Idioten. So. Ihm geht es ja soweit wenigstens noch ganz gut hier. So. Da könnt ihr alle mal ins Bett gehen jetzt. Muss ja eigentlich morgen arbeiten, ja. So, wer ist denn jetzt zuerst eigentlich wach? Der Kleine wahrscheinlich. Spaß, kann der eigentlich auch schon zocken? Klar. Kann auch die Zeitung recyceln. Das ist auch nicht schlecht hier. Das ist schon ein richtiger Sim hier. Was will er denn haben? Eine Badewanne hat er ja. Eine 1 Plus bekommen und ein Fernseher. Mindestpreis 3000 kaufen. Ja, also so reich sind deine Eltern ja nur auch nicht. Wie ist denn das eigentlich? Der muss ja in die Schule. Morgen gerade nicht, das passt. So, die beiden werden jetzt prompt vom Telefon geweckt. Das ist ja auch mal geil mitten in der Nacht hier. Oh Gott. Das ist echt so strange gerade manchmal. Kann er noch ein bisschen weiter schlafen, würde ich fast behaupten, oder? Heißt die schon? Mitten am Abend ist die Nacht vorbei. Der Biorhythmus läuft einmal frei. Der Kleine ist am Zocken. Das brauchen wir auch nicht mehr. Den Teddy kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Ja, auf jeden Fall. Palaver. So, also soweit, so gut. Er sollte dann vielleicht noch ein bisschen schlafen hier. Dem geht soweit ganz gut. Die hat natürlich keinen Spaß gerade an ihrem Leben. Pushen wir jetzt aber mal ordentlich. Oh, Kacke. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke. Kriegt er das nicht mehr hin hier? Scheiße, Mann. Reparier das mal. Gott, ey, das ist echt so bitter. Oh Mann, so, der sollte jetzt noch ein bisschen schlafen, hatte ich gesagt. Sie ist noch am Zocken. Kann aber dann auch noch ein bisschen schlafen, weil es ist ja erst noch mitten in der Nacht hier. Und er kann sich dann auch noch ein bisschen mit dazulegen.